Hello, how are you? A new housing subdivision is being built near Lübeck. Günther is in charge of one of the projects, but it would be unusual if there were no difficulties in such a project. As always, I'll translate some of the sentences for you at the beginning of the story. So look, listen, and you will understand German. Was erreicht? Will der Alte nur endlich verkaufen? Ach, das ist ganz furchtbar. Wer will und will nicht. Es ist höchste Zeit, das Haus muss weg. Ach, Herr Hansen. Mein letztes Angebot. Sie bekommen eine schöne Wohnung in einem Neubau und noch Geld bar auf die Hand. Mein Haus verkaufe ich nicht und dabei bleibt's. Aber Herr Hansen, überlegen Sie doch mal in aller Ruhe. Herr Hansen, diese alte Bude und eine Vier-Zimmer-Wohnung in einem Neubau. Nicht für Geld und gute Worte gehe ich in einen solchen modernen Wohnblock. You couldn't get me into such a modern apartment block for love or money. Nicht für Geld und gute Worte gehe ich in einen solchen modernen Wohnblock. Hier soll doch ein moderner Wohnblock entstehen für 40 Familien. Herr Hansen, wir brauchen doch unbedingt den Platz. Damit steht und fällt unser Projekt. But we definitely need the space. The success of our project depends on it. Wir brauchen doch unbedingt den Platz. Damit steht und fällt unser Projekt. Ich bleibe hier. Wir können nicht weitermachen. Und es liegt nur an Ihnen. Sie sind doch nicht allein auf der Welt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie wohl ich mich hier fühle. Hier bin ich mein eigener Herr. Und ich bleibe hier, solange es mir gefällt. Sie sind ein Dickschädel. Aber wir werden ja sehen, wer hier der Stärkere ist. You're a stubborn hardhead. But we'll see which one of us is strongest. Sie sind ein Dickschädel. Aber wir werden ja sehen, wer hier der Stärkere ist. Ja. Das werden wir sehen. Also vielen Dank. Das Haus wird ihm gefallen. Hier wird er sich wohlfühlen. Hier ist er wieder sein eigener Herr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ein Nagel. Überall liegen hier Nägel herum. Hey, Herr Hansen! Sie sind nicht allein auf der Welt. Los, macht weiter. Wer sein Moped liebt, der schiebt. Warum schieben Sie denn Ihr Moped? Ich bin in einen Nagel gefahren. Hier liegen ja überall Nägel herum. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Nicht nötig. Ich bin ja auch noch da. Komm, Michaela. Eins zu null für den Alten. Thank you.
Wir werden ja sehen, wer der Stärkere ist. Der arme Motor lässt jetzt seine ganze Wut aus. Wir werden schon sehen, wer der Stärkere ist. Der arme Motor. Der lässt wohl seine ganze Wut am Motor aus. The quarrel with Mr. Hansen bothers Günther so much that somehow he has to let off steam. Ja, das Haus gefällt mir. Hier werden Sie sich wohlfühlen. Ja. Und hier bist du wieder dein eigener Herr. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mr. Hansen seems to really enjoy his quarrel with Günther. That's why he keeps it a secret that he has already rented a new house. Feierabend. Schluss. Wir können hier nicht mehr weiterarbeiten. Seit heute Morgen ist hier ein Zaun. Der Zaun muss weg. Das werden wir gleich haben. Herr Hansen, was heißt das? Was soll das bedeuten? Guten Morgen. Was soll das bedeuten? Das ist der Weg zu meinem Haus. Wir können aber nicht weitermachen. Und es liegt nur an Ihnen, Herr Hansen. Hier bin ich mein eigener Herr. Sie sind ein Dickschädel. Aber wir werden ja sehen, wer hier der Stärkere ist. Sollen wir jetzt hier weitermachen oder was sollen wir tun? Hier können Sie gar nichts tun. Der Zaun bleibt stehen. Der Zaun kommt weg. Das werden wir gleich haben. Na, hier geht ja gar nichts voran. Haben Sie immer noch... Nein. Nein. Aber Herr Hansen, wir brauchen doch unbedingt den Platz. Damit steht und fällt unser Projekt. Ich bleibe hier, solange es mir gefällt. Mein allerletztes Angebot. Eine eine Fünfzimmerwohnung in einem Neubau und noch Geld bar auf die Hand. Nicht für Geld und gute Worte gehe ich in einen solchen modernen Wohnblock. Er ist und bleibt ein Dickschädel. Ja, ja. Aber wir werden schon sehen, wer hier der Stärkere ist. Ja, das werden wir sehen. Entschuldigen Sie. Nein, ich muss Sie um Entschuldigung bitten. Sie wollen wohl wieder zu Ihrem Freund? Zu meinem Freund? Ach ja, zu meinem Freund. Können Sie nicht einmal in Ruhe mit ihm reden? Wieso, warum? Wir brauchen doch unbedingt den Platz. Damit steht und fällt unser Projekt. Mit ihm reden, das will ich gerne tun, aber... Ich werde kaum etwas erreichen. Er will sein eigener Herr bleiben. Er geht nicht für Geld und gute Worte in einen solchen modernen Wohnblock. Wir werden ja sehen, wer hier der Stärkere ist. Wir werden sehen, wer der Stärkere ist. Der arme Motor, der lässt wohl seine ganze Wut am Motor auf. Ja, hierher bitte. Danke. Hier kann man sich wohlfühlen. Hier bin ich wieder mein eigener Herr.
Hansen, wir brauchen den Platz. Sie sind doch nicht allein auf der Welt. Hier soll doch ein moderner Wohnblock entstehen. Ich bleibe hier, solange ich will. Herr Hansen, wir müssen hier unbedingt weitermachen. Herr Hansen, dort drüben habe ich eine Wohnung für Sie. Eine Wohnung mit 7 Zimmern, mit Balkon, in Südlage. Nicht für Geld und gute Worte gehe ich in einen solchen modernen Wohnblock. Du bist ja noch immer hier. Ja. Er soll sehen, wer hier der Stärkere ist. Ich möchte ihm zeigen, wer der Stärkere ist. Bravo! Na, ob das gut geht. War vorsichtig! Bravo! Bravo! Die lassen ihre Wut am Motor aus. Sie sind das? Sie gehen ja in die Kurve wie ein Rennfahrer. Das ist er auch. Mein Onkel ist ein alter Rennfahrer. Ihr Onkel? Ja, das ist mein Onkel. Gratuliere. Sie sind der Stärkere. Warten Sie. Jetzt möchte ich Ihnen etwas zeigen. Ja, Ihr Haus. Hier bin ich mein eigener Herr. Und mache, was ich will. Los! Vorsicht! Sie brauchen doch unbedingt den Platz. Damit steht und fällt Ihr Projekt. Ein moderner Wohnblock für 40 Familien.